Digitale Kommunikation wird für Museen und Galerien immer wichtiger, doch bleibt viel Potenzial unangetastet. Diesem Problem nimmt sich die Bachelorarbeit Kunstmuseum St. Gallen Goes Social Media an. Für 3 Wochen übernahm Eloy Martinez Facebook, Instagram und Twitter des Kunstmuseums St. Gallen. In einem ersten Schritt wurde die Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum aufgegleist, ein Redaktionsplan erstellt und erster Content kreiert. Dieser Content wurde dann vom 14. April bis am 5. Mai auf Social Media gepostet. Verschiedene Posts wurden ausprobiert, wie zum Beispiel immersive 360-Grad-Bilder oder kurze Videos für die Facebook-Seite. Eloy hat im Vornherein schon ein sehr gutes Konzept vorgelegt, sodass für mich auch gar kein Problem war, das Ganze zu überblicken. Ich wusste also genau, wie viele Posts hat er vor, in welche Richtung. Ich bin froh, heute sagen zu können, dass wir sehr glücklich sind mit dem Ergebnis. Die Zusammenarbeit mit Eloy Martinez ist auf jeden Fall ein Anhaltspunkt für uns gewesen, das weiter zu forcieren und auch auszubauen. Nach 3 Wochen wurde Resümee gezogen. Auf Facebook entstanden über 120 neue Fans und ein Wachstum von 7%. Die Reichweite konnte um 85% auf 10.150 gesteigert werden und die Videos wurden insgesamt 2.311 Mal angeschaut. Auf Twitter zeichneten sich 5% Wachstum ab bei einer totalen Reichweite von 7.534, ein Zuwachs von fast 300%. Der Instagram-Account des Kunstmuseums konnte die Followerzahl verdoppeln, mit 96% Wachstum und über 1100 Likes und Kommentaren. Auf allen Kanälen konnten die Reichweite und Follower somit deutlich gesteigert werden. Und das Ganze ohne einen einzigen Franken Werbebudget.